Was ist denn hier schon wieder los? Kann ja wohl nicht wahr sein. Da kann ja jeder kommen und Faxe machen. Moin, moin, YouTube. Herzlich willkommen, ihr Zipfel, zu einem weiteren neuen Spiel. Und zwar spielen wir spielen an erstmal. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht bleibe ich auch voll drauf hängen. Auf jeden Fall erstmal ordentlich anspielen und ein Bild davon machen. Welcome to Paradise. Das Ganze erinnert mich an... Es gibt so ein Mobile-Game oder auf dem Tablet, wie auch immer, wo ihr in eine Stadt kommt, die schon so ein bisschen vorgebaut ist irgendwie. Und das Ganze spielt natürlich in so einer Zombie-Apokalypse. Hier auf dem PC ist das Ganze natürlich ein bisschen ausgebaut. Also es ist nicht das Spiel, sondern es ist ein völlig eigenständiges Game. Und ich lasse mich davon einfach mal überraschen. Hier, wir spielen da Claudia. Claudia hat ein gepunktet rotes Top an. Läuft baufrei rum. Okay, die Musik, die macht das Ganze gerade nicht schöner. Dementsprechend, also ich habe nochmal kurz reingeguckt, gehen wir da mal rein. Und lass uns überraschen. Sowas kann echt immer witzig werden. Mittel, wieso geht hier Textur? Geht nicht auf hoch? Hallo, hier fehlt einer. Okay, sonst alles hoch. Globale Beleuchtung ein. Ein. Warte mal, Blumen ist immer so. Brauchen wir den Blumen? Ich weiß nicht. Ist nur ein bisschen, so wie das aussieht. Beleuchtung, alles an auf Qualität. Zurück. Und wir gehen rein. Schön, dass ihr mit dabei seid. Liken, bewerten, kommentieren. Darüber freut er sich sehr. Und solltet ihr neu sein, lasst mir gerne ein kostenloses Abo da. Was? Ich will nicht weiterspielen. Achso, ich habe ein neues Spiel gemacht, ne? Hallo? Hallo? Halt. Hauptmenü. Würde mich dann von vorne machen. Das waren nur ein paar Meter. Werdet ihr gleich sehen. Aber... Können wir das nicht rechtsklick löschen? Nee, okay. Machen wir es einfach so. Willkommen in Apokalypse. Eingang nach Paradise. Überquere die Grube. Betrete den Park. Oh, ich liebe sowas. Ja, an was erinnert mich das? Oder euch? An so gute alte Spiele, die es ohne... Nee, Holz. Ah, okay, Holz. Ein Holz gesammelt. Gute alte Spiele, wie es damals schon auf dem PC gab. Syndicate und... Ja, ernsthaft, jetzt fällt mir nicht mehr ein. Überquere die Grube, betrete den Park. Oh, guck mal, jetzt kriege ich hier ein Dings angezeigt. Kann ich damit jetzt werfen? Nee, okay. Was haben die denn auf dem Kopf, Alter? Sind das Zombies? Die haben irgendwas auf der Birne und sammeln Holz oder was? Gehen wir mal zum Wachtmeister hier, Aufseher. Ah, I could watch them all day. Don't even need to fetch wood. They feed the generator all by themselves. No more worrying about electricity. Maybe I could teach them to cultivate my veggie garden. Sorry. Didn't see you there. Ja, genau. Wie konntest du sie denn übersehen? Are you wanting to move in here? Du Lümmel. Wait. Hold up. What am I supposed to do? No one ever wants to move in here. Yes, the bylaws. Yes, that's it. Rule number one of the Paradise bylaws. To gain authorization to move in, you must have a Zombot. No one should move around in Paradise without Zombot protection. Wir brauchen einen Zombot, okay? So before anything else, find a Zombot. Go see Bob. He supplied mine. Geh zu Bob. Er hat mir auch einen Zombot besorgt. Okay, Map. Oh, okay, alles klar. Die können wir dann wieder wegmachen. Oh, das ist gut gemacht. Die fixieren sich. Eingang zum Wald. Stirb nicht. Finde Bob.
Können wir auch mit rechts was machen? Nee, okay. Aber linke Maustaste. Geh auf aktiv stellen. Okay, das ist das gleiche. Linke Maus, oder? Den nehmen wir weg. Den lassen wir. Okay, alles klar. Eingang zum Wald. Gehen wir erstmal dahin, würde ich sagen, oder? Okay, da können wir so machen. Lass mir auch mal ein bisschen Holz übrig, Jungs. Ey, vielleicht muss ich mir unterwegs ein Feuer machen oder so, wa? Oh, da ist eine Axt. Wieso kann ich die Axt da nicht nehmen? Warte mal, ist V-Sync aus? Sieht mir ein bisschen danach aus. Ja. Grafik. V-Sync ist an. Das macht gerade irgendwie genau das Gegenteil. Weiter. Okay. Scheint denn hier gerade nicht so richtig zu funktionieren. Ach. Nee, wir wollen jetzt nicht neu starten. Aber V-Sync müsste eigentlich übernehmen. Okay. Ich glaube, nachher bei YouTube kommt das sowieso nicht so ganz rüber. Schlimm ist es jetzt auch nicht. Ah, cool. Ja, guck mal. Oh, so eine Art von Spiele sind so geil, ne? Shift zum Rennen. Triff einen Gegner mit linker Maustaste für einen Schnellangriff. Können wir irgendwie durchsuchen oder was? Noch nicht, ne? Okay. Okay, sie geht automatisch rauf. Oh, ich finde das so geil. An was erinnert mich dieses Spielprinzip? Auch die Ansicht von oben und dass, wenn du an so Containern oder so vorbeiläufst, dass man dann automatisch reinguckt, ne? Interagieren. Eingang zum Wald. Das ist Eingang nach Paradise. Verbündeter Zombot. Das ist mein Questziel. Überlebende sehen wir doch nicht. Unterschlupf, Generatoren, Antennenmast, Verteidigungsanlagen, Stützpunkt, Zugangspunkt. Okay. Oh, was haben wir? Salbei! Komm, was wir finden, nehmen wir uns ein bisschen mit. Kann sein, dass ich nochmal... Ich habe meinen Rechner neu aufgelegt. Aber es könnte sein, dass ich ein Treiber-Update machen muss. Schnellreisen. Linke Maustaste. Ja, okay. Mache ich, drücke ich. Geht aber nichts. Ich will eigentlich auch gar nicht schnell reisen. Vielleicht müssen wir da erstmal hin, ne? Um da schnell reisen zu können, wie sich das auch aus anderen Spielen so herauskristallisiert. Ah, ich denke, hier sind wir richtig. Ah, da vorne laufen schon die Ingos rum. Mal das Topsy und Derbo. Oh, Alter. Kaputter Hacking-Helm hier. Ein Schlag nur. Zerrissener Stoff. Nein, Digga. Schrott. Schrott und zerrissener Stoff. So, warte mal. Habe ich hier irgendwo... Gegner mit einem aufgeladenen Angriff zu treffen. Okay, alles klar. Ah, hier haben wir I-Inventar. Warte mal, ich will mal ein bisschen weiter runter. Da hinten standen nämlich noch ein paar Lümmel rum. Herstellen, Fähigkeiten. Das noch gesperrt, Inventar. Hab ich nicht irgendwas aufgesammelt? Hacking-Helm, hier, guck mal. Jetzt, hat sie den auf der Birne jetzt oder was ist da los? Hier sieht mehr nach Helm aus, ne? Aber kann sie nicht aufsetzen. Altes, kaputtes Steuergerät. Okay, alles klar. Das ist kein das ist keine Helm zum Aufsetzen, sondern... kann sie auch raus? Das ist einfach, um irgendwie... Ach, komm schon.
Okay, ich sollte mal gucken, ob ich die nächste Runde mit Controller vielleicht spielen kann. Aber das müsste man eigentlich einstellen können. Denkmal für Alan Tusk. Okay. The conquest of space. Work on artificial intelligence, neural implants, to make humankind more efficient and orderly. And research into rebuilding the DNA of extinct animals. These are just some of the examples of Alan Tusk's legacy. Legend has it that Alan Tusk came up with the idea for his first inventions, Power Everywhere and Mega Hoop, while on a camping trip in this very spot, which took an unfortunate turn when he ran out of food and electricity during the night. 20 years later, he was building the first prototype for Power Everywhere, a reversible electric induction charging matrix in this very forest. This revolutionary technology replaced electric outlets in all modern buildings, and its powerful electromagnetic field even increases life expectancy, as demonstrated by all the studies we have published. Never be afraid of the dark again with Power Everywhere. You are also standing on top of the first prototype for another invention, the Mega Hoop. An ultra-fast pneumatic delivery system for small, medium, and large packages. Rollout of the Mega Hoop across the country was suspended after protests from the United Delivery Person Coalition, who saw it as a threat to the primary source of employment worldwide. Thankfully, Alan Tusk presented his arguments and the many advantages of the technology, and the rollout resumed with a successful delivery rate of 84%. Alan Tusk chose to be cryogenically preserved here, under this monument, close to his inventions. Okay, direkt unter diesem Monument liegt er hier, oder was? Stufenanstieg, plus ein Fähigkeitenpunkt, okay. Alan Tusk, an wen erinnert er euch? So. Fähigkeiten. Hier unten geht's los. Wir haben... ein Punkt, okay. Erhebe dich und gehe, Servicestation. Ermöglichst dir deine K.O. Oh, 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 oh. Okay, das ist gut zu wissen. Wenn ich im Menü bin, wird nicht pausiert. Gegangen, deine K.O. gegangenen Zombots wiederzubeleben. Sind das dann Untote, Untote? Servicestation. Bei jedem Abstecher werden deine toten Zombots ersetzt und die geheilt, die du noch hast. Du wirst also nie wieder einsam sein. Das hört sich gut an. Treues Ross. Ah, cool. Wir können auch reiten oder was leiten, wollte ich gerade sagen. Deserteur. Nee, ich finde das hier schon mal ganz gut. Komm, hier geben wir den ersten für aus. Zack. Zurücksetzen könnten wir auch. Wollen wir nicht. So, Claudia. Weiter geht's. Oder wie habe ich sie genannt? Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich Claudia gesagt? Okay, wir müssen das wahrscheinlich einmal schaffen. Damit der Hinweis weggeht. Oh, hier geht's nicht weiter. Steht nicht, finde Bob. Da müssen wir anscheinend doch die Treppen runter. Das wird wahrscheinlich ein weiter Umweg. Gucken wir mal. Gerade ein Wolf, den ich da gehört habe, oder ein Bär oder so. Ach, der liegen die ganzen Toten noch. Loot, loot, loot. Kein Loot, loot. Oh, da drüben, guck mal, da ist eine Kiste. Rufe zum Herstellen von Verbänden erst mit ihr das Inventar und dann den Reiter herstellen auf. Oh, da sind ein paar, ein bisschen mehr. Herstellen. Okay, hier, ne? Verband, Luftgewehrkugeln, nice. Armbrustbolzen, Pfeil, Waldpanzerung, Brust. Okay, es kommt alles noch. Ich glaube, das macht mehr Spaß. Was brauche ich denn? Salbei und Stofffetzen. Komm, wir stellen da gleich mal 6 Stück her. Plus 6 Verband. Inventar. Können wir es irgendwie ins Schnellmenü legen? Hier haben wir alles.
Warum ist das denn nicht bei alles mit dabei? Okay. Also hoffentlich brechen die jetzt nicht durch. Was für der Hacking-Helm. Dreh dich um! Dreh dich um! Schnecke! Claudia! Hat sie verhauen! Warum hat sie nicht ohne Grund? Ist ein bisschen erstaunt. Wesentlich besser zu spielen. Aber wir kriegen das hin. Hey, guck mal, sie schlägt immer zurück wieder dann. Wenn ich. Ich hab das Gefühl, ich kann immer nach rechts schlagen. Ich zeig's euch gleich mal, was ich meine. Und wenn ich jetzt nach links gehe und schlage. Dann dreht sie sich wieder nach rechts und schlägt. Auch wenn ich nach unten... Ja, man sollte die immer am besten auf der rechten Seite haben, also... Marke nix! Pam, pam, pam! Boah, das macht Laune, ey. Taschenlampe ein, aus. Ein- und ausschalten. Was hast du noch, Meister? So, das ist ein Stoff. Oh, das ist gut. Aber wir müssen echt mal gucken. Mit Alt. Wie lange hält eigentlich mein Stock? Der scheint echt lange zu halten. Wo habe ich denn... Ach, hier sind die jetzt. Nee, gar nicht. Guck mal. Wo sind da meine Verbände, die ich mir hergestellt habe? Aktionen. Inventar. Was ist das? Ein Eimer. Okay. Ah, guck mal, die haben wieder diese grünen Dinger auf der Birne. Und sammeln Wasser. Okay. Oh, nee, der scheint... Oder? Nee, der macht nichts. Ich glaube, ja, ich muss mit der Maus immer genau dahin zeigen, wo ich hinschlagen möchte. Okay, aber so weit bin ich noch nicht in den Games hier. Ich muss noch rausfinden, wie ich mich heilen kann. Hier, auf der 1 sind sie. Ah, nicey, scheißy. Hätten wir das auch mal. So, komm Leute, ich will prügeln hier. Schrott. Okay, du hast wieder so eine grüne Birne auf der Birne. Interagieren, abbrechen, bewegen. Okay, sehr. Okay. Du darfst abbrechen, Mann. Sie bricht nicht ab. Hallo. Hallo? Sie bricht nicht mit der Aktion ab. Warum nicht?
So, Aufnahme kurz pausiert, weil ich das erstmal hinkriegen wollte. Ich hab's einfach nicht gereiht, ne? Er steht nicht da, wie du abbrichst. Ich versuche die ganze Zeit wegzugehen mit WASD. Du musst nur einmal E drücken. Mann, ey. Irgendwie so typical ich. So, was haben wir hier? Was bist du denn? Ja, gucken wir gleich mal an, den Zipfel. Megahub. Aktivierter Megahub-Station ermöglichen schnelle Reisen in und um Paradise. Ah, okay. Wenn wir die aktiviert haben, dann können wir hierhin reisen. Irgendwie machen die mir Angst, ey. The fuck? Was geht denn hier ab? Denen fehlen irgendwie Beine. Ach, die leben noch. Guck mal, er bewegt sich noch. Ich glaube, die haben gelernt, die als ihre Diener zu benutzen. Mit diesen komischen Dingern auf dem Kopf da. Was ist denn hier los? Was geht denn bei euch, ja? Okay. Plus ein Verband, ist gut. Da hat er mich erschrocken. Was geht hier? Okay, hier kann man gerade erstmal nichts machen. Ich glaube, hier kann man irgendwas einfüllen oder so, ne? Okay, hier hinten ist Ende. Laufen wir mal zurück. Wo sind wir? Wir sind da. Wir sollten weiter hochgehen, damit wir hier oben den Bogen irgendwie finden, denke ich mal. Nein, den mal wegmachen, bitte. Da ist unser Ziel. Ja, da müssen wir hin. Sind wir hier? Nee, das ist Camp. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch hier irgendwo. Hier sind wir. Gucken wir uns Annies Camp mal an. Was ist das? Okay, er geht auf die Map. Ach so, weil ich aktiviert habe. Okay, alles klar. Und von hier könnte ich ja dann jetzt weiterreisen. Oder ich, beziehungsweise ich könnte hierhin zurückreisen. Komm, komm, du Lümmel. Jetzt muss ich mir immer nur angewöhnen, auch dahin zu gucken, wo ich hinschlage. Dann passt das. Aber hier müssen wir gut aufbauen später wahrscheinlich. Wieder reparieren die Kiste. Oh, eine Axt. Guck mal, schon wieder eine Axt. Wieso dürfen wir die Axt nicht nehmen? Das ist doch Fake-Orino. Jetzt eigentlich auch Nacht. Das wäre cool. Hier hinten ist Ende. Hier hinten ist Ende. Wir können bestimmt auch ein Camp aufbauen oder so. Komm, da schaffst du es doch durch, Kleine. Claudia. Vom Bauernhof. Da drüben waren Zombos. Ich muss hier irgendwo rüberkommen können. Hier hinten ist auf jeden Fall nichts. Ich habe das Gefühl, ich muss eine von den drei Brücken reparieren. Sonst habe ich ja gar keine Chance, dahin zu kommen, ne? Ah, mit rechter Maustaste. Doch, klar, guck mal hier unten. Wir hätten runtergehen können. Hier können wir noch durch. Okay, wir laufen wieder zurück. Wer hätte das vorher ahnen können? Claudia, Claudia, Claudia.
Das ist schon schön gemacht, ne? Auch wenn die Grafik natürlich jetzt nicht das Neueste vom Neuesten ist und so. Völlig Banane. So, hier müssen wir runter uns dann ein bisschen links halten. Für mich persönlich, ne, geht es bei Spielen immer darum, ob sie mich packen oder ob sie mich nicht packen. Und da stellt sich heraus in den ersten paar Minuten, um ehrlich zu sein. Ja. Ich denke, es geht euch genauso. Das ist dieser Durchgang hier, guck mal. Das ist der Eingang zum Wald. Ich kann von hier... Okay, ich habe es schon richtig verstanden. Ich kann von hier zurück zu Annie's Camp. Und hätte denn jetzt eigentlich gar nicht laufen müssen, ne? Und kann von hier zurück zu Eingang im Wald. Ich muss mal gucken, ob ich im Baumenü was finde. Ob wir irgendwie eine Brücke bauen können. Improvisierte oder was weiß ich. Weil hier geht's nicht weiter, ne? Ne, hier geht's wirklich nicht weiter. War hier gerade was drin? Hier war gerade was drin. Ich denke, das heißt einfach nur Eingang zum Wald, weil es hier oben zum Wald geht. Deswegen nennt sich diese Haltestelle sozusagen Eingang im Wald. Aber warum sehen wir denn hier einen Durchgang? Das ist leicht irritierend, ne? Doch hier weiter. Guck mal da. Oh, bin ich dämlich da immer da. Oh, da. Was war das? Das ist dieses Spielprinzip wieder. Wenn du dem Baum nahe kommst, dann verschwindet er. Also so wie dieser jetzt hier. Seht ihr? Das habe ich vorhin nämlich noch nicht gerallt. Oh, Alter, oh, Alter. Ich dachte, das wird knapper. Das habe ich eigentlich ganz gut gerissen gekriegt hier. Ich muss mir selbst mal auf die Schulter klopfen. Warte mal. So. Ah, die werden auch ein bisschen stärker. Guck mal. Der kann jetzt schon 3 Hits ab. Kavun. Aber wir kriegen so viel Loot, dass ich mir entweder vorstellen kann, dass es wirklich jetzt nur zu Beginn und wird nachher halt weniger, sodass man reinkommt, weißt du? Ja, das bleibt so. Und wir brauchen nachher einfach diese ganzen Ressourcen. Dass das bisher einem nur so viel vorkommt, das meine ich. Oh, viel Energie verloren haben wir gar nicht. Zack! Kaputter Hackinghelm. Ah, guck mal, die Ingos sind schon wieder am Arbeiten da. Das läuft bei denen. Ja. Man kann natürlich auch immer mit diesem Fadenkreuz auf die raufgehen, ne? So, können wir hier noch was activaten? Was haben wir hier? Interagieren. Bob's Archives P-89-5, the social distancing zombot. Open the portable pylon configuration menu. Equip your zombot with spiked armor and a bat. And order it to use this to provoke enemies while in combat. And that is it. First with the spikes and your zombot's bat, the enemy shouldn't get any closer. But if provoked, they won't be able to help themselves. Okay,
Im Grunde so ein Bot, der uns hilft, ne? Das finde ich ganz cool. Jetzt brauchen wir aber langsam halt mal einen Sonnenbot. Können wir euch nicht so ein bisschen abwerben hier? Ey, die holen echt nur Wasser? Guck mal, es geht wahrscheinlich ein ewig langer unterirdischer Schlauch oder was auch immer, hier so ein Rohr, ja, zum Lager und liefert so das Wasser hin. Aber da muss ich schon ein langes Gefälle haben. Na gut, egal. Bob, Bob. Einmal aktivieren, dann hätten wir den auch. Nice. Neuer Standort, Bobs Labor. Und da geht's nächste Mal weiter, meine Lieben. Ich habe voll Bock auf dieses Spiel. Das ist richtig mega, ich mag das. Und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wenn es einer weiß, an was mich das erinnert. Also diese Art zu spielen. Ihr wisst schon, die Ansicht, die Oberfläche. Und hast du nicht gesehen. Ich bin gespannt, was uns hier alles noch erwartet. Haut rein, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Tschüssikowski und bis Waldinski.